Tablet oder Laptop? Das Microsoft Surface Pro 9 kann beides sein. Wo es punkten kann und wo nicht, erfahrt ihr jetzt im Test. Seit fast 10 Jahren baut Microsoft die Surface Pro-Serie. Am Grundkonzept hat sich seitdem wenig geändert. Hinter einem hochwertigen Display steckt auch bei diesem 9. Modell aktuelle Laptop-Technik. Und genau da verstecken sich auch die Neuerungen. Denn außen hat sich diesmal nichts geändert. Ein entscheidender Unterschied zu normalen Laptops ist beim Surface Pro die nicht fest eingebaute Tastatur. Sie kostet als Zubehör nämlich extra und wird über einen Spezialanschluss angedockt. Die gibt's in mehreren Varianten. In unserem Test haben wir das Surface Pro Signature Keyboard mit dem Slim Pen 2 dabei gehabt, für knapp 200 Euro Aufpreis. Richtig praktisch ist hier, dass der Stift in einer Tastaturmulde Platz findet. Dort lädt er kabellos und geht beim Transport auch nicht verloren, wenn der User die Tastatur auf dem Bildschirm klappt. Im Test machten alle Eingabegeräte eine gute Figur. Durch die sehr dünne Bauweise haben die Tasten des Signature Keyboards aber einen ziemlich geringen Hub. Das ist dann etwas gewöhnungsbedürftig, gerade für Leute, die sonst an einem Schreibtisch-PC arbeiten. Eine Besonderheit der Tastatur ist, dass sie sich in 2 Winkeln montieren lässt. In flach auf dem Boden oder leicht angestellt. Für Schnellschreiber und Blindtipper ist flachliegend besser, denn leicht angestellt wippt die Tastatur immer etwas nach. Das Gehäuse des neuen Surface hat die Abmessungen des Vorgängers. Und somit lässt sich Zubehör für das Modell 8 auch am Pro 9 nutzen. Wichtigste Neuerung beim Surface Pro 9 ist der Prozessor. Hier verbaut Microsoft einen Chip aus der aktuellen Alder Lake-Serie. Der Core i7-1255U. Das ist ein besonders sparsames Modell, hat aber trotzdem ordentlich Power. Gegenüber dem Vorgänger legt der neue Chip vor allem bei der Videobearbeitung zu. Für Office-Programme reicht die Leistung allemal. Einen extra Grafikchip spart sich Microsoft aber. Daher eignet sich das Tablet nur für einfache Games. Selbst in Full HD schafft dann das Gerät im Mittel nur 21 Bilder pro Sekunde. Neben den Intel-Prozessoren liefert Microsoft aber auch Modelle mit ARM-Prozessor und 5G aus, die somit das Surface Pro X ablösen dürften. Die laufen im Akkubetrieb dann meist etwas länger, brauchen aber speziell angepasste Windows-Programme. Von Haus aus wird als Speicher eine kleine M2-SSD im Format 22x30 mm verbaut, die sich bei Bedarf auch tauschen lässt. Und das fast ohne Werkzeug, denn die Abdeckung hält magnetisch. Die SSD ist aber das einzig tauschbare Bauteil. Der Arbeitsspeicher ist fest aufgelötet. Käufer oder Käuferinnen müssen also beim Kauf die richtige Größe wählen. Empfehlenswert sind wie beim getesteten Modell mindestens 16 GB. Das Display ist wirklich ein Highlight des Surface. Dank der hohen Auflösung von 2880 x 1920 Pixeln zeigt es Inhalte sehr detailreich und knackscharf. Und das Seitenverhältnis von 3 zu 2 ist ideal zum Arbeiten. So bleibt auch mehr Platz für Texte und Tabellen als bei den sonst üblichen 16 zu 9 Displays. Zudem passt das Format perfekt für die Fotobearbeitung. Hier punktet das Display mit hoher Farbtreue, feinen Helligkeitsverläufen und sehr natürlicher Weißwiedergabe. Mit maximal 463 Candela pro Quadratmeter ist es sehr hell. Nur das Kontrastverhältnis von 1367 zu 1 könnte etwas besser sein. Bei der Akkulaufzeit bleibt das Surface Pro 9 auf dem Niveau des Vorgängers. Beim Abspielen von Videos ist nach 4 Stunden und 45 Minuten Schluss. Das ist deutlich kürzer als bei den älteren Modellen mit kleinerem Display. Auf Reisen sollte also besser immer ein Netzteil mit dabei sein. Das mitgelieferte ist klein, leicht und lädt den Akku in 2 Stunden wieder voll. Nach einer Stunde ist der Akku zu 3/4 voll. Richtig gut ist, dass das Gerät im Normalbetrieb mit 0,1 Zone fast lautlos arbeitet. Wer da den Lüfter hören will, der muss schon mit dem Ohr direkt ans Gerät. Und selbst unter Volllast bleibt es mit 1,1 Zone immer noch sehr leise. Anschlüsse sind hier leider Mangelware. Neben den 2 Spezialanschlüssen für Netzteil und Tastatur gibt es nur noch 2 USB-C-Buchsen.
Diese kommen dafür mit aller Technik, die aktuell möglich ist. USB 4, DisplayPort, Thunderbolt 4 und Power Delivery. An die USB-Buchsen passen also nicht nur externe SSDs, Monitore oder Drucker, sondern auch USB-Netzteile nach dem Power Delivery-Standard. Kopfhörer oder Headsets müssen per Adapter oder kabellos per Bluetooth ran. Das Microsoft Surface Pro 9 ist in der aktuellen Auflage ein schicker, schneller und sehr leiser Laptop, der auch als Tablet eine gute Figur macht. Das Display ist wahrlich eine Wucht, das Tempo stimmt und ebenso die Verarbeitung. Das alles lässt sich Microsoft aber üppig bezahlen. Vor allem die Aufpreise für mehr Speicher sind heftig. Schade, dass die Ausdauer im Akkubetrieb nur mäßig ist.